Hey ihr von Projekt K, ich habe mal 5 Fragen an euch. Ihr seid keine Gemeinde, sondern maximal eine missionarische Arbeit. Also ich weiß nicht, wir sind nur eine missionarische Arbeit, aber keine Gemeinde. Naja, da wäre jetzt erstmal die Definition, was Gemeinde überhaupt ist. Ja, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Definitionen. Ich sehe da jetzt auch gar nicht so eine ganz klare biblische Definition. Ich sehe vielleicht viele verschiedene Definitionen. Und man könnte jetzt irgendwie ganz klein gehen und man könnte zurückgehen zu dem, was Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind. Ja, da bin ich versammelt, mit ihnen versammelt. Ist das vielleicht die kleinste Definition von Gemeinde? Oder ist Gemeinde erst dann, wenn sie einen Bischof haben, einen Diakon haben, ja, Ämter, die ja vorkommen da in der Bibel, oder Älteste, ist man dann erst Gemeinde? Ist man dann erst Kirche? Oder ist man erst Kirche dann, wenn man eine bestimmte Anzahl von Menschen erreicht hat, ab 20? Oder ist man erst dann Kirche und Gemeinde, wenn man ein Gottesdienst hat, einen klassischen Gottesdienst? Also halt, das ist eine Definitionsfrage. Was ist Gemeinde und wann ist man Gemeinde? Und wir sagen halt, wir geben gar nicht so einen großen Wert auf Strukturen und Formen und Äußerlichkeiten, obwohl das ja schon auch seine Berechtigung hat. Aber wir sagen, wir wollen das andere betonen, wir wollen so das Gemeinschaftliche betonen. Wir sehen einfach ja Gemeinde als eine Gemeinschaft von Heiligen, also die Gemeinschaft der Heiligen, also die Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören und die sich eben regelmäßig treffen. Ja, und es können dann auch mal 2 oder 3 sein, die in meinem Namen zusammen sind. Das sehen wir als Gemeinde. Und so sehen wir uns mit gutem Selbstbewusstsein und mit fröhlichem Herzen sehen wir uns als Projekt K, als ganz kleine Gruppe, sehen wir als Gemeinde an. Und eben nicht nur als missionarische Arbeit. Aber ich finde es toll, dass wir von außen her so wahrgenommen werden, dass wir eine Gruppe sind, die unheimlich missionarisch ist. Denn ich glaube, das ist einfach unsere Stärke. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass das etwas ist, was wo wir anderen Gemeinden auch tatsächlich ein Vorbild sein können. Also, ich sag von ganzem Herzen, wir sind Gemeinde, denn wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen. Und wir sind sogar mehr als 2 Leute, wir sind sogar mehr als 3 Leute. Bei uns spielt es keine Rolle, ob wir Älteste haben, 1 Ältesten oder 10 Älteste haben. Bei uns spielt es keine Rolle, ob wir Diakone haben. Bei uns spielt es keine Rolle, ob wir Gebäude haben, Gottesdienste haben, sondern wir sehen uns als Gemeinde, denn wo 2 oder 3 zusammen sind, in Jesu Namen. Christen fühlen sich bei euch überhaupt nicht wohl, weil ihr habt keine eigenen Gebäude und ihr habt auch keinen Gottesdienst. Ja, das stimmt. Also für ganz viele Christen sind wir tatsächlich nicht attraktiv und das liegt eben auch daran, dass wir keine klassischen Gottesdienste haben oder dass wir kein Gebäude haben, das irgendwie ersichtlich ist als Kirche, entweder mit Kirchturm oder mit Schaukasten davor oder mit Kreuz irgendwie vor dem Eingang oder so. Naja, aber ganz ehrlich, diese Leute, die will ich ja auch auf der einen Seite nicht erreichen. Also ich habe keine Lust, irgendwelche enttäuschten Christen aus anderen Gemeinden zu erreichen, die sagen, ja, ich habe jetzt 20 Gemeinden durch in München und Umgebung und ja, die waren alle blöd, die waren alle unbiblisch, die waren alle ungeistlich, die waren alle zu wenig Heiliger Geist, die waren alle zu viel Heiliger Geist und jetzt habe ich euch entdeckt und vielleicht ist das jetzt Gemeinde Nummer 21 irgendwie, die endlich passt. Ja, und dann, um nach einem halben Jahr festzustellen, nee, wir sind eigentlich genauso blöd wie alle anderen. Nee, auf solche Leute habe ich überhaupt gar keine Lust. Ich habe keine Lust, irgendwie Angebote zu machen, Gottesdienste zu machen, Gebäude hinzubauen irgendwie oder zu mieten für Christen, die einfach in andere Gemeinden und Gottesdienste gehen könnten. Sollen sie doch machen. Es gibt doch genug Gottesdienste. Also diese Leute will ich auf der einen Seite gar nicht erreichen. Auf der anderen Seite beißt sich dann natürlich die Katze in den Schwanz, denn klar wünschen wir uns ein vergrößertes Team, ein Mitarbeiterteam, die irgendwie mitmachen bei uns und ja, im optimalsten Fall natürlich Christen, die so die gleiche Vision haben wie wir.
Natürlich könnte man auch sagen, das wäre auch toll, Menschen, die hier zum Glauben kommen, die wir auch ein Stück weit auch prägen können nach unserer Vision, wäre natürlich auch eine coole Sache. Und das passiert ja auch bereits. Auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Christen, und es gibt immer mehr von diesen Christen, die sagen, ja, irgendwie so dieser klassische Gottesdienst, klassische Gemeinde, das bringt mir eigentlich gar nichts mehr. Also durch die Corona-Zeit haben viele Leute das lustigerweise gemerkt, wo sie nicht mehr in den Gottesdienst gehen konnten, und sie haben damit Erschrecken festgestellt, na, eigentlich hat mir der Gottesdienst gar nichts gebracht und ich vermisse es auch nicht und ich bin eigentlich nur so aus ja schlechtem Gewissen oder aus Gewohnheit hingegangen. Und es gibt Christen, die suchen einfach was Neues, und vielleicht sind wir so dieses Neue. Ja, ist die Frage, wie findet man diese Leute? Ja, über Internet vielleicht, über persönliche Kontakte, da sind wir auf der Suche. Ja, ich bin mir schon bewusst, dass einfach die Zielgruppe an Leuten, die bei uns irgendwie mitarbeiten oder mitmachen, die ist gar nicht so ganz groß, aber wir wissen schon ganz genau, wen wir auch nicht wollen. Und das sind eben diese enttäuschten Christen aus anderen Gemeinden, die den neuen Kick irgendwie suchen oder jetzt die Hoffnung auf, ja, die gute Gemeinde, weil alle anderen ja schlecht sind. Nee, auf die Leute habe ich gar keine Lust. Die können gerne in andere Gottesdienste gehen. Ihr bemüht euch nur um Kontakte zu Nichtchristen, aber ihr redet viel zu wenig von Sünde und Bekehrung und Wiedergeburt. Ihr Versager. Ja, das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich dumme Anklage, die uns da entgegengebracht wird, denn ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn man sich irgendwie auf den Marktplatz stellt oder vor irgendwelche Einkaufszentren stellt mit Flyern und Traktaten. Ja, gut, kann man schon machen, ist ja jetzt nicht falsch. Irgendwie kann man das schon verteilen, kann man schon machen, ist in Ordnung. Gott wirkt dadurch auch. Aber das ist absolut nicht unser Weg. Unser Weg ist halt ganz radikal über Beziehung. Und ich sag's immer wieder, meine erste Frage ist überhaupt nicht, wie kann ich Menschen von Jesus erzählen? Absolut nicht. Meine erste Frage ist immer, wie kann ich mit Menschen in Kontakt kommen? Einfach darum, weil ich glaube, dass der Heilige Geist, auf den will ich hören, auf den will ich achten, von dem will ich mich führen lassen, dass der Heilige Geist, der in mir lebt und der um mich herum wirkt und um uns herum wirkt, ich glaube, dass der Situationen gibt, wo im Gespräch, im Kontakt, vielleicht nicht immer beim ersten Kontakt, aber dann irgendwann im Kontakt einfach, dass das Gespräch einfach auf Gott gelenkt wird. Auf Gott, auf Jesus Christus, auf Bibel, auf Projekt K, auf Kirche im Allgemeinen. Und ja, dann kommt man auch auf Themen wie Sünde, wie Bekehrung und Wiedergeburt. Das mag nicht beim ersten Gespräch der Fall sein, vielleicht auch nicht beim zweiten Gespräch, aber es ist natürlich mein Ziel, dass irgendwann mal das vorkommt. Ich halte nicht so viel davon, dass ich beim ersten Gespräch gleich mit irgendwelchen Worten wie Sünde, Bekehrung und Wiedergeburt um mich werfe. Einfach auch darum, weil ich die Erfahrung gemacht habe, Leute wissen gar nicht, was Bekehrung ist. Also vor kurzem, da hat meine Frau sogar jemanden erzählt, naja, uns wird vorgeworfen, dass wir nicht genug von Bekehrung reden. Und die Frau hat dann gesagt, was ist Bekehrung eigentlich? Also ich glaube, dieses Wort, das ist vielleicht für Christen was ganz Verständliches, Bekehrung, Wiedergeburt und selbst auch dieses Wort Sünde. Aber für so Nichtchristen ist das überhaupt gar nicht, die verstehen darunter gar nichts oder verstehen vielleicht was total Falsches darunter, was ich gar nicht will, was die verstehen. Also darum ist für mich ganz wichtig, einfach in Kontakt mit den Menschen zu sein, über einen langen Zeitraum und da einfach diese ja, Themen einzubringen, im Glauben, dass der Heilige Geist mich führt. Also finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch eine Unverschämtheit zu behaupten, dass wir zu wenig von Sünde und Bekehrung und Wiedergeburt sprechen. Denn ich glaube, wir machen es, aber wir machen es vielleicht nicht so, wie sich manche Leute wünschen würden. Ja, dass wir uns hinstellen auf den Marktplatz und ganz offensiv davon reden, dass die Menschen verloren sind und die Rettung durch Jesus Christus brauchen, obwohl das bestimmt auch seine Berechtigung hat, aber ist einfach nicht unser Ding. Ich habe persönlich gemerkt, einfach das ist ja kontraproduktiv. Und das andere, nämlich über Beziehungen und Kontakte, da habe ich gemerkt, das bringt ganz schön viel, denn die Botschaft, die ist verbunden mit unserer Person, ob wir das wollen oder nicht. Indem ihr so viel mit evangelischer und katholischer Kirche zusammen macht, ja, da akzeptiert ihr nicht nur deren unbiblische Lehre und Glaubenspraxis, nein,
ihr verschwindet auch noch in dem Einheitsbrei der falschen Religionen. Ja, das Argument, das haben wir schon öfters gehört. Ach ja, ich finde doch auch nicht alles gut, was die katholische Kirche macht. Also sowohl in dem, was sie macht und genauso auch in dem, was sie lehrt. Gleiches gilt auch für die evangelische Kirche. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde ganz vieles, was in unseren evangelikal-pietistischen Kreisen gelehrt wird und gemacht wird, auch nicht gut. Ja, heißt das, ich soll jetzt den Kontakt abbrechen zu allen Gemeinden, zu allen Institutionen, zu allen Organisationen, von denen ich irgendwie was nicht gut finde, was die machen? Dann kann ich gleich auf eine einsame Insel ziehen und ich könnte gleich irgendwie die Me-Church gründen. Also die Kirche, die sich nur um mich dreht und so dem, was mir wichtig ist und was mir gefällt und was ich gut finde und was ich biblisch finde. Ja, also ich meine, das ist ja auch nicht der Weg. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Also, ich glaube, die Zukunft der Gemeinde ist wirklich in Kooperation, in Ökumene, in Zusammenarbeit, im Miteinander anstatt im Gegeneinander. Und darum machen wir ganz bewusst Kooperationen und Zusammenarbeit mit katholischen Kirchen, evangelischen Kirchen, Freikirchen. Wie wollt ihr denn euer Projekt auf lange Sicht hin finanzieren? Im Moment unterstützt euch euer Verband und viele Gemeinden und einzelne Spender, aber das geht doch nicht für immer so. Ja, das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Also wir sind total dankbar für alle Unterstützung, die wir bekommen von unserem Verband, dem HGV, von den Patengemeinden, die wir haben, von einzelnen Spendern, die ja zum ganz großen Teil mein Gehalt. Also ich bin ja bei der Marburger Mission, also der Stefan, ich bin bei der Marburger Mission, da habe ich ein Spendenkonto und alles, was da an Spenden eingeht, das geht eben auf mein Gehalt. Das ist mein Gehalt. Naja, aber dann gibt es noch ein zweites Konto und das ist das Projekt K-Konto und da geht eben alles ab, was so laufende Ausgaben, laufende Kosten sind für Projekt K vor Ort und das kann zum Beispiel sein, ja sowas einfach, wenn die Druckerpatronen leer sind oder wenn wir neues Papier kaufen müssen oder auch der Inhalt für die christlichen Wundertüten, die wir da haben, Rallye in der Tüte, Fahrtgeld, alles irgendwie so, was so laufende Kosten für das Projekt an sich angeht, da wird es davon genommen. Und das stimmt. Also ich glaube schon auch, dass irgendwann Spenden weniger werden, sowohl was mein Gehalt angeht, also vielleicht werden Gemeinden abspringen, vielleicht werden einzelne Spender abspringen. Und eben es, ja, das ist halt die Frage, wie ist das mit dem Projektkonto? Wie ist das da? Also woher bekommen wir denn diese Gelder für das Projektkonto? Ja, da ist immer noch Unterstützung seitens unseres Verbandes, des HGV, dass sie da Geld überweisen. Und auf der anderen Seite sind es aber auch Leute vor Ort. Also das heißt Freiham und Umgebung. Das sind Leute, die im Wohnzimmergottesdienst kommen, die regelmäßig unterstützen. Das sind Leute, die in die Krabbelgruppe kommen, die regelmäßig unterstützen. Und es sind nochmal andere Leute, die in die Krabbelgruppe kommen, die einmalig unterstützen. Die halt sagen, ja, das ist halt mein Beitrag an Projekt K, was die Krabbelgruppe angeht. Und da überweise ich halt einfach mal 100 Euro. Ist echt die Frage, wie geht man da in Zukunft mit um? Ja, Thema Fundraising. Ja, vielleicht einfach nochmal mehr Werbung machen in den Krabbelgruppen, im Wohnzimmergottesdienst, bei Wording Cake, bei allen unseren Veranstaltungen. Ja, also da einfach nochmal vielleicht auch außergewöhnliche Wege gehen, vielleicht auch irgendeine Gebühr verlangen für die Krabbelgruppe. Fundraising habe ich schon gesagt. Ja, was kann man noch alles machen, einfach um da Geld reinzubringen? Oder einfach im optimalsten Fall einfach, dass sich immer mehr Leute zu Projekt K halten vor Ort oder auch Leute in ganz Deutschland es aufs Herz gelegt bekommen und sagen irgendwie, okay, ich überweise einen regelmäßigen Betrag für dieses Projekt. Aber die Anfrage ist natürlich berechtigt. Es muss ja irgendwie finanziert werden. Ohne Geld läuft ja leider in der Welt nichts. Obwohl, eine andere Idee gibt es schon noch, die auch an uns herangetragen worden ist. Naja, vielleicht sollte es auch so sein, irgendwann mal, dass Leanne oder ich so Zeltmacher sind. Also das heißt, wir haben irgendwie einen weltlichen Beruf oder von mir aus auch irgendwie einen andersartigen kirchlichen Beruf, sind irgendwo anders angestellt und machen Projekt K so ehrenamtlich nebenbei. Klar, dann kann vieles nicht passieren, was jetzt passiert, aber auch so dieser Zeltmacher-Gedanke ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Fürs Erste hast du mich ruhig gestellt, aber ich komme wieder und immer wieder.
Hahaha.